In diesem Video helfe ich dir jetzt, wenn deine Situation sehr davon beeinflusst ist, dass der Ex-Partner bzw. die Ex-Partnerin eine neue Beziehung eingegangen ist und was für dich dann jetzt ganz besonders wichtig ist. Der erste wichtigste Punkt ist, dass das Ganze immer situativ ist. Ja, immer. Ich habe unterhalb von diesem Video einen Link reingepackt, der führt zu einer Playlist, wo ich ganz viele Situationen aufgelistet habe, wenn eine neue Beziehung im Spiel ist. Also guck dir auch das an, da findest du nochmal eine viel bessere Aufschlüsselung. Und hier gebe ich nochmal die wichtigsten Grundsäulen mit, von denen du bestimmt auch viel für dich mitnehmen kannst. Auch ganz wichtig, es ist nicht zu spät, nur weil eine neue Partnerschaft eingegangen wurde. Sehr oft handelt es sich um Rebound-Beziehungen. Wenn du jetzt die richtigen Dinge tust, hast du tatsächlich noch gute Chancen. Also ich will es nicht das Blaue vom Himmel versprechen. So. Man weiß nicht, wie die Chancen stehen. Das ist super individuell. Aber wenn du die richtigen Dinge tust, hast du zumindest, sag mal, zumindest die besten Chancen, so, um das so zu formulieren. Also, der erste ganz wichtige Schritt, und das ist auch alles andere als einfach, ist, dass du das versuchen musst zu akzeptieren, ja, dass da jetzt eine neue Beziehung ist. Und das ist hart, du warst mit diesen Menschen zusammen, du hast mit diesen Menschen Zeit verbracht, ihr habt euch Versprechungen gegeben, ihr habt ein Leben zusammen oder wolltet vielleicht sogar ein Leben aufbauen und jetzt ist da eine neue Person und dieser Mensch hat sich auf diese neue Person eingelassen. Das Wichtigste ist, es zu akzeptieren. Das ist der erste Schritt. Und das zuzulassen. Und wie du das machen kannst, das werde ich jetzt im späteren Verlauf erklären. Und das Erste, was das Akzeptieren immer erleichtert. Und das ist eines der größten Themen der gesamten Menschheit und eines der schwierigsten auch. Und eines der wichtigsten ist nämlich das Thema Eifersucht. Du musst, damit du diesen Prozess meistern kannst, im Sinne einer Rückeroberung, es schaffen, deine Eifersucht zu überwinden. Erstens sorgt Eifersucht dafür, dass dein Schmerz wirklich unglaublich stark wird. Das ist immer der große Schmerz der Verlustangst. Du verlierst ihn oder sie an eine andere Person. So. Zweitens, Eifersucht ist keine Liebe. Eifersucht ist immer besitzen wollen. Wenn du einen Menschen wirklich liebst, kannst du ihn eigentlich loslassen, akzeptieren und gehen lassen und bist trotzdem noch halbwegs glücklich. Du bist natürlich traurig, aber du bist nicht unglücklich, weil du fühlst in deinem Herzen, dass du irgendwo auch glücklich bist, wenn er oder sie glücklich ist. Wir haben alle diese Fähigkeiten. Such danach. Such nach diesem Punkt in dir. Das wird dir extrem helfen, emotional leichter mit dieser Situation umzugehen. Deswegen schau dir das Thema Eifersucht an. Was ist Eifersucht? Was ist Eifersucht nicht? Es ist meistens Verlustangst. Und wenn ja, woher kommt diese Verlustangst in dir? Warum kannst du ihn oder sie das nicht geben, im Sinne von, dass ein Teil in dir doch irgendwo spürt, dass er glücklich ist, dass dieser Mensch glücklich ist. Je mehr du das wachsen lässt, desto besser sind deine Chancen im späteren Verlauf. Denn das wird sich alles in der späteren Kommunikation übertragen. Immer. Deswegen versuch, diese Eifersucht eben zu überwinden, indem du dir bewusst wirst, was sie ist und was sie nicht ist. Und meistens ist Eifersucht ganz stark verbandelt am inneren Kind. Ja, wir wollen an etwas festhalten, um nicht Verlustangst zu spüren. Und kommt eine neue Partnerschaft rein, dann wird diese Verlustangst, kommt der Teufel raus, richtig hart getriggert. Und das tut dann unglaublich weh. Deswegen auch wichtig, vergeben. Du solltest ihm vergeben oder ihr vergeben. Das ist für später ganz wichtig. Vergeben, dass er oder sie dich insofern verraten hat, dass da eine neue Beziehung im Spiel ist. Das ist eine bittere Pille, das tut wahnsinnig weh. Ist aber gleichzeitig auch unglaublich wichtig für den späteren Verlauf. Wenn du ihm oder ihr das nicht vergeben hast, und es kommt wieder zu Kontakt und da schwimmt diese Energie mit von, ja, ich weiß, da sind noch Gefühle zwischen uns und ja, wir finden es wieder zusammen, aber warum hast du denn eine neue Partnerin gesucht oder einen neuen Partner gesucht? Wie konntest du mich nur so verraten und das, was wir hatten, so verletzen? Wenn du das nicht vergeben hast, wird diese Mauer immer zwischen euch stehen und unglaublich viel kaputt machen. Deswegen, Vergebung ist ganz wichtig. Und
genau, wahre Liebe, Freude für andere Personen entwickeln. Du solltest nicht freudig rumspringen die ganze Zeit, oh ja, eine neue Beziehung, voll geil. Das sollst du nicht machen, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du eine Balance schaffst zwischen dem Schmerz, den du empfindest, und zwischen der Liebe, die du hast. Und die Liebe lässt eigentlich los, sie lässt frei und sie lässt zu. Und das ist dieser Funken, ich sag mal, dieser Aspekt in dir, den du für die Rückeroberung einfach brauchst. Weil das wird in der gesamten späteren Kommunikation extrem mitschwingen und alles beeinflussen. Deswegen versuch daran zu arbeiten. Was ich immer gemacht habe, ist über die bedingungslose Liebe zu gehen. Und heißt bedingungslose Liebe heilt. Probier mal aus, diesen Gedankengang zu verfolgen, dass du ihn oder sie bedingungslos liebst. Das heißt, an deine Liebe, die du spürst, knüpfst du nicht mehr die Bedingung, dass du ihn oder sie dafür besitzen musst. Aus dieser Kraft schaffst du es ganz leicht zu vergeben, zu akzeptieren und auch die Eifersucht aufzulösen. Und das ist etwas, das muss man ein bisschen suchen, aber wenn man das in sich gefunden hat, kann es diesen Schmerz ganz schnell heilen. Und dir geht es ganz schnell deutlich besser, trotz dieser gesamten Umstände. Deswegen versuch über die bedingungslose Liebe, ich nenne das auch positive Psychologie bzw. Herzverarbeitung, in die gesamte Situation reinzugehen und das aus dieser Perspektive zu betrachten. Es wird dir wirklich sehr weiterhelfen. Also probier das einfach für dich. Wir alle haben die Möglichkeit dazu, die Entscheidungsfreiheit dazu, bedingungslose Liebe zuzulassen für einen anderen Menschen. Das ist nur eine Frage, wollen wir es nicht. Und wenn wir das tun, überspringen wir diese Ego-Schaltkreise, die Verlustangst haben, die besitzen wollen und so weiter und die glauben, man kann nur lieben, wenn man hat. Und das steht aber für den späteren Rückeroberungsprozess extrem im Weg. Erstens, weil du durch diesen Liebeskummer, der auch vom Ego-Gras geschürt wird, viel zu anhänglich bist, viel zu stark im Mangelbewusstsein bist und weil du zweitens so starke Mauern aufbaust. Das ist ja ein ganz großer Vertrauensbruch, wenn eine neue Beziehung eingegangen wird. Das ist ein ganz schmerzhaftes Gefühl, dass so eine große Mauer entstehen kann, dass im späteren Verlauf ganz wichtig ist, wieder zueinander zu finden. Deswegen versuch damit zu arbeiten. Ausnahme natürlich, wenn es sich um einen toxischen Menschen handelt. Also du sollst jetzt nicht den Narzissten bedingungslos lieben und vergeben und verzeihen. Auch da ist es wichtig zu vergeben und zu verzeihen. Und auch da macht es Sinn, bedingungslos zu lieben. Aber es ist wichtig, nicht zu vergessen. So, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und jetzt entsteht deine beste Chance darauf, dass das wieder werden kann, wenn es zwischen den beiden kriselt. Gerade bei Rebound-Beziehungen passiert das ganz oft, dass im Laufe der Zeit irgendwo eine Krise entsteht. Die streiten sich wieder, gehen aufeinander los, merken, hey, zwischen uns beiden passt das irgendwie doch nicht so gut. Und das ist dann genau der Moment für dich, an dem du nochmal deutlich bessere Chancen hast als jetzt gerade. Und darum geht's. Also, und das Ding ist, kommen wir zum nächsten Punkt. Meistens ist es so, dass wenn es kriselt, meistens der Ex-Partner, die Ex-Partnerin automatisch zu dir kommt. Nicht immer, aber ganz oft ist es so. Also die neue Beziehung funktioniert nicht richtig und man hat gleichzeitig mit dir diese Beziehung gehabt. Du hast dich auf diese Punkte hier konzentriert und gehalten. Und jetzt kommt auf einmal eine Krise. Dann kommt er oder sie ganz alleine auf dich zu. Also es ist ganz oft, dass ich das in meinem Coaching sehe, dass das passiert. Und das ist auch genau das, was wir nutzen müssen. Und wenn nicht, du siehst, dass es kriselt, kannst du auch auf ihn oder sie mal einen Schritt zumachen, je nach Situation. Und während das passiert, beziehungsweise bis das passiert, konzentrierst du dich auf nur eine Sache, nämlich auf dein Wachstum. Wenn du dich weiterentwickelst, wirst du durch diese Weiterentwicklung für den Ex-Partner, die Ex-Partnerin immer interessanter. Also schau dir die Trennungsursachen an, auch auf emotionaler Ebene und geh dort in die Veränderung. Schau, ob du dich gegebenenfalls irgendwo toxisch verhalten hast, so Muster hattest, die von Angst geprägt waren, Eifersucht, einengen, zu sehr hinterherrennen, zu viel kontrollieren wollen. Und entwickel dich an genau diesen Punkten weiter. Schau, wo du noch mehr Selbstliebe entwickeln kannst, ja, und entwickel dich weiter. Schau, wo dein Leben noch optimieren kannst und verschönern kannst. Schau, wo du in deinem Leben Möglichkeiten findest, noch glücklicher zu werden, noch zufriedener zu werden. Und alles das zusammengepackt, ja, Eifersucht ist weg, du akzeptierst, die Mauern sind weg, du hast es geschafft, bedingungslose Liebe zuzulassen. Du bist gleichzeitig gewachsen und hast dich weiterentwickelt. Es kriselt in dieser Beziehung. Alles kommt auf einmal zusammen und sie kommt auf dich zu. Und es kommt dann zu einem Treffen,
dann hat der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin das Gefühl, wow, ich sehe gerade einen komplett anderen Menschen von mir. Im ersten, im zweiten funktioniert diese neue Beziehung nicht so gut. Und im dritten sind die Mauern weg. Das heißt, du kannst trotz diesen Sachen, die passiert sind, eine richtig gute Zeit ermöglichen. Und das zeigt auch dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin, dass du vergeben hast. Und das zeigt, dass du ihn oder sie wirklich liebst. Denn nur wenn man wirklich liebt, ist man auch in der Lage zu vergeben. Einfach weil die Liebe, dieser Leidensdruck der Liebe so stark ist. Und da, genau da hast du jetzt die größte Chance. Eine viel größere Chance, als du sie noch hier hattest. Deswegen ist das so die Grundstrategie, mit der man arbeiten sollte, wenn eben eine neue Beziehung im Spiel ist. Und wenn das dann passiert ist, achtest du vor allem auf eine Sache, nämlich, dass ihr richtig viel Spaß miteinander habt und eine richtig gute Verbindung miteinander habt. Das heißt, wenn ihr euch trefft, möchte der Ex-Partner, der Ex-Partner noch mehr Zeit mit dir verbringen. Und jetzt, das ist eben deswegen, ist diese Vorbereitung so wichtig. Spaß, gute Verbindung, ja, eine gute Zeit ist nur möglich, wenn die Mauern zwischen euch nicht mehr da sind. Wenn du es also nicht schaffst, zu vergeben, wenn du es nicht schaffst, die Eifersucht zu lösen, wenn du es nicht schaffst, diese bedingungslose Liebe irgendwo zu erkennen in dir und fließen zu lassen, wie sollt ihr dann eine gute Zeit miteinander haben? Der Ex-Partner, der Ex-Partner ist sowieso schon in so einem Modus, ein schlechtes Gewissen, oh, ich weiß nicht, Trennung hat eh nicht funktioniert, ja, treffen wir uns mal. Und du bist in dem Modus, oh, wie konntest du mir das nur antun, du hast mich so verletzt. Und dann trefft ihr euch, was soll da passieren? Da geht ja früher oder später im schlimmsten Fall aufeinander los. Erst wenn du diesen Weg durchläufst, hast du dann eine Möglichkeit, emotional so gefestigt zu sein, dass du diese Hürden überwinden kannst und euch beide sozusagen ins Herz reinführen kannst und ihr beide dann eine richtig gute Zeit miteinander habt. Und das wiederum beweist ihm oder ihr, während es mit der neuen Partnerschaft kriselt, dass die Zeit mit dir gerade sich richtig gut anfühlt. Und hey, warum sollte man das vielleicht nicht nochmal versuchen, in eine Beziehung zu gehen? Also diese Gedanken können dann eben entstehen. Natürlich gibt es dann nie eine 100% Chance, aber wenn du diesen Prozess so durchläufst, machst du erst einmal in der Theorie bzw. auch in der Praxis sehr viel richtig. Und genau, das sind so die Grundpfeiler, auf die du achten solltest. Ganz wichtige Punkte, die ich immer wieder wahrnehme, ist, dass viele Menschen sehr große Schwierigkeiten haben, eben in die Vergebung zu gehen und damit zu arbeiten. Und auch diesen Punkt Weiterentwicklung komplett unterschätzen. Wenn es zur Krise kommt, ist es ganz wichtig, beziehungsweise wenn es kriselt in der neuen Beziehung, ist es ganz wichtig, dass Vergebung vorher passiert ist, weil sie einfach den größten Impact hat auf, wie soll ich das sagen, der Schmerz, den man fühlt, wenn eine neue Beziehung im Spiel ist. Und man liebt diesen Menschen wirklich, ist extrem groß, ist ein extrem intensiver Schmerz. So. Und diesen Schmerz, den wird man ewig mit sich rumtragen, wenn man es nicht schafft, wirklich zu vergeben. Und was auch wichtig ist, du vergibst ja nicht nur ihm, sondern du vergibst ja auch über das innere Kind, dass er diese Verlustangst spürt, im Endeffekt sogar irgendwo dem Auslöser, der irgendwann diesen Schmerz erzeugt hat, vielleicht in deiner Kindheit oder irgendwo. Allein der Heilprozess, der dahinter ist, ist enorm wichtig. Und ohne Wachstum ist halt alles wie vorher. Du bist genauso, wie du vorher warst. Die Anziehung ist dann schwierig, eben mehr Anziehung aufzubauen. Deswegen versuche immer, auf diese Prozesse eben Acht zu geben. Und genau, das ist so das Beste, was du tun kannst. Wenn du noch irgendwo Fragen hast, dann nutze einfach die Funktion, die hier verfügbar ist und stell mir die Frage, die du fragen möchtest. Und ich werde dir darauf antworten. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt oder ein Like. Und dann bis zum späteren, bis zum nächsten Video. So, ciao.